Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kochfolge der neuen Kochreihe La Deutsche Vita. Und heute machen wir Nudeln selber, und zwar Tagliatellis. Genau, und dafür brauchen wir Wasser, Eier. Ah ja, das ist Grieß. Und dann hier haben wir hier so, ich glaube, 00 italienisches Mehl. Also das ist wie unser 405er Weizenmehl. Nur, dass das halt besser für Nudeln und Pizza ist, da das nicht so geht. Und natürlich brauchen wir dafür noch Salz. So, eigentlich der erste und ich glaube auch einzige richtige Step ist, dass wir jetzt hier das Mehl, dann die Eier. Und den Schluck Wasser hier reinmachen, das einmal schon mal so grob verkleben lassen. Und danach wird es nochmal für 5 bis 6 Minuten mit der Hand richtig kleben. So, und jetzt verklebe ich den Teig in mein Handy. Und dafür habe ich meine Hände noch mal ein bisschen eingemehlt. Genau. Und es ist wichtig, den Teig so mit der mit dem Handballen zu kneten. So, und nachdem wir ihn gut verknetet haben, kommt der Teig jetzt in Frischhaltefolie und dann für eine halbe Stunde circa in den Kühlschrank. So, wir haben unseren Teig jetzt aus dem Kühlschrank genommen und nochmal ein bisschen geknetet und dann in vier kleinere Stücke aufgeteilt. Und den machen wir jetzt noch ein bisschen glatt. Und dann kommt er in unsere Nudelmaschine. So, und wird dann erstmal glatt gemacht, bevor wir dann noch ein bisschen Blatter. Schön Mehl. Ah ja, und Mehl ist immer ganz wichtig. Und jetzt machen wir den Teig hier rein. Ah, doch, probier doch einfach. Nein, falsche Richtung. Mama. Jetzt so. Oha. Oha, Theresa. Das sieht wow aus. Ja, der ist auch gar nicht brüchig. Ja, doch. Wir schneiden jetzt unsere Nudeln mit der Nudelmaschine. Genau, und jetzt werden unsere Bandnudeln ganz locker hier zu den restlichen gelegt. Und das machen wir jetzt noch mit dem anderen übrigen Teig. Und Mehl ist ganz wichtig. Das darf man nicht vergessen. So. Also dann kommt es hier rein und dann wird gedreht. So, unsere fertigen Nudeln kommen jetzt schnell in das kochende Wasser, was auch schon gesalzen ist. So, das sind jetzt unsere fertig gekochten Nudeln. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Und das war's auch mit dieser heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal.